Saal B, das Augustin Filmjournal. Aufnahme? Ja, ich hab das nicht gehört, ne? Ja, mit rein, ja. Schneller geht's? Knapp 25.000 Besucher kamen vorige Woche zur Diagonale in Graz, weshalb die Plätze in den vier Festivalkinos UCI, Rechtbauer, Schubert und Kids Royal trotz des schönen Vorfrühlingswetters schon in den Nachmittagsvorstellungen rar waren. 44 Uraufführungen, 28 Österreich-Premieren und 104 Filmemacherinnen waren in Graz zu besichtigen. Insgesamt mehr Programm, als man in nicht einmal einer Woche bewältigen kann. Applaus gab es für den Eröffnungsfilm des oberösterreichischen Regisseurs Johannes Holzhausen. Das große Museum porträtiert das Kunsthistorische Museum in Wien, ohne erklärenden Kommentar aus dem Off. Holzhausen zeigt nicht die zur Schau gestellte Kunst, sondern die Abläufe im Museum, die organisatorischen Prozesse des Hauses und die hinter den Ausstellungen stehenden Vorgänge. Damit entwirft er ein so lebendiges Bild des Kunsthistorischen Museums, dass der Name fast zum Anachronismus wird. Wobei der Streifen als Antithese zur klassischen Fernsehdokumentation auch noch ausgesprochen witzig ist. Also es gab mal eine recht lange Recherche, also ich war schon ein Jahr im Haus, bevor wir angefangen haben zu drehen. Ich habe dann mit dem Konstantin Wulff, dem Co-Autor, an einem Buch gearbeitet. Das dient natürlich mal, um einerseits alles, was man erlebt hat und so, zu reflektieren und einem sich durch den Kopf gehen zu lassen und zu fassen. Gleichzeitig dient es auch dazu, die Finanzierung damit aufzustellen. Also andere, sprich Kommissionsmitglieder und Co., davon zu überzeugen. Also das gab es, bevor wir angefangen haben zu drehen. Und das, was man hat, dieses Buch, ist so ein Ausgangspunkt, von dem aus man eigentlich dann wieder startet. Man weiß, so könnte der Film funktionieren und sucht gleichzeitig auch ganz andere Sachen und versucht immer, jeden Tag und neu Sachen zu finden, zu entdecken, neu wahrzunehmen. Man hat das Museum selten aus diesen Perspektiven gesehen als Zuschauer. Wie waren denn da bisher Reaktionen auf den Film? Ja, das ist zum Teil, kann ich das selber gar nicht fassen. Das ist ich vergleiche es eher wie mit einem Raketenstart. Also der Film lief ja auf der Berlinale im Februar. Er hatte dort die Uraufführung und ist auf einem Schlag verkauft worden nach Frankreich, nach Italien, nach Deutschland, nach Japan, nach USA, Großbritannien. Also es ist Festivals, glaube ich, sind es inzwischen 40, die den Film zeigen wollen. Es ist es kam dann ein Preis dazu. Also es ist wie eine Raketenabschussbasis der Berlinale und jetzt rast der Film sozusagen wie eine Rakete immer höher und immer neue sozusagen Booster kommen dazu. Ja, es ist völlig, also auch für mich überraschend, überwältigend eigentlich die Reaktionen drauf. Glauben Sie, dass sich bei Dokumentationen an der Art, der Machart von Dokumentationen in Österreich, so in den letzten, sagen wir, 10 Jahren was verändert hat? Wäre so eine Doku vor 10 Jahren oder für den ORF auch möglich gewesen? Also wir haben ja in Österreich prinzipiell ein sehr hohes Niveau an Dokumentarfilm schaffen. Es ist ja fast schon eine Marke geworden im Ausland. Ein österreichischer Dokumentarfilm ist in der Wahrnehmung vieler ausländischer Festivals sozusagen schon ein Markenzeichen. Das hat zu tun mit diesem, also auch hohen Anspruch, der, finde ich, auf vielen Ebenen sein kann. Humor ist einer. Meiner ist sicherlich so eher ein zarterer. Es gibt ja auch den derberen wie von Ulrich Seidel. Und das kommt schon an. Ich persönlich bin ja mehr so in die Richtung von einem beobachtenden Zugang mit Interventionen. Aber wir haben wirklich alles vom total durchinszenierten Dokumentarfilm, der sehr abstrakt ist, bis zu Interviewsfilm, die fantastisch trotzdem funktionieren. Neue Formen, altmodische Formen, gemischte Formen. Und sie funktionieren. Sie funktionieren und erzeugen ein reichhaltiges, buntes Bild sozusagen von unserer Gesellschaft. What is going on? There's a lot of ways to take space. Bei den Diagonale-Preisen leider leer ausgegangen ist Everyday Rebellion der Brüder Arman und Arash T. Riahi.
Der Streifen ist eine lebendige und sehr spannende Dokumentation der Formen des gewaltlosen Widerstands. Occupy, Femen und andere inklusive. Im Kern ist Everyday Rebellion ein Cross-Media-Projekt, das auch die Methode des Widerstands in einem Webarchiv dokumentiert. Der Kinofilm soll die Thematik einem weiteren Publikum zugänglich machen. We transformed our naked body to instrument of women's fight. Zur Diagonale Premiere im UCI kamen auch einige der im Film porträtierten Aktivistinnen, wie zum Beispiel Femenfrontfrau Inna Shevchenko. Femen, we are used to cameras around, and it's not the first film that is telling a story about Femen. But you know, you always and usually, unfortunately, it happens that people who are shooting films on Femen or stories on Femen, they are searching for, they want to make a scandal, and this is how they want to succeed. Kameras seien für die Aktivistinnen von Femen nichts Ungewöhnliches, sagt Inna Shevchenko. Wir sind fast immer von Kameras umgeben und bekommen auch viele Anfragen von Leuten, die einen Film oder eine Reportage über uns machen wollen. Normalerweise, so Inna Shevchenko, seien die meisten Journalisten, die eine Geschichte über Femen machen wollen, auf eine Sensation oder einen Skandal aus. Bei den Riady-Brüdern sei das anders gewesen. Everyday Rebellion ist wahrscheinlich der erste Film, in dem wir uns selbst einbringen konnten. Er zeigt, wie wir wirklich sind, sagt Inna Shevchenko. And I believe, I'm pretty sure that many, maybe half of this room will get out of the room and be already activist after Everyday Rebellion. Mit Everyday Rebellion haben die Riady-Brüder eine sehr dichte, handwerklich perfekt gemachte Dokumentation abgeliefert, die wahrscheinlich für lange Zeit aktuell bleiben wird. That's ultimately the only way we can really fundamentally change the world that we're in, is to rethink it. And you can't rethink it if you think in old ways. Während die Riady-Brüder vorwiegend in den neuen Medien zu Hause sind, führt die Dokumentation der Fotograf vor der Kamera in eine Zeit zurück, als die Fotografie noch analog war und der Äther nicht mit Milliarden schlechten Handy-Snapshots verschmutzt. Der Fotograf vor der Kamera ist Erich Lessing, von dem unter anderem das legendäre Bild stammt, das Leopold Fiedel mit dem Staatsvertrag auf dem Balkon des Belvedere zeigt. Der berühmte Magnum-Fotograf hat vor allem die politischen Umbrüche in Europa festgehalten. Und in ihrer Dokumentation begleiten ihn Tiza Kowe und Rainer Frimmel bei den Vorbereitungen zu einem neuen Buch. Sie verfolgen ihn bei der Auswahl der Bilder und zeichnen dabei ein erfrischendes und auch unbiografisches Bild eines Mannes, der Zeitgeschichte zwar nicht geschrieben, aber festgehalten hat. Was uns bei Werk auch so gut gefallen hat, ist diese Konfrontation mit der Vergangenheit und mit der Zukunft, ohne nostalgisch zu sein. Das heißt, er ist ja keiner, der sagt, oh schade, dass es das nicht mehr gibt. Er geht ja auch mit der Zeit, er hat das iPhone, er hat den iPad, er versucht Apps zu machen, mit seinem Büro zu machen. Also das hat uns auch total gut gefallen, dass keine große Nostalgie da ist. Also, aber ein Feststellen, dass es Veränderungen gibt und ob sie gut oder schlecht ist. Und das ist etwas, mit dem beschäftigen wir uns ja auch sehr viel. Mhm. Film ist ja, hat sich aus der, in der Geschichte entwickelt, aus der Fotografie. Das heißt, das einzelne Bild, das sich vervielfacht hat, ist dann zum bewegten Bild geworden. Aber letztlich ist es doch immer nur ein stehendes Bild, das im Projektor letztlich ja ganz kurz angehalten wird. Und daher schon allein in der... Also in der Technik und gibt es diese große Verwandtschaft. Und natürlich hat Film den Vorteil, dass es wahnsinnig viel mehr erzählen kann über Sprache, über Musik. Zur Diagonale Premiere im UCI gab sich Erich Lessing persönlich die Ehre. Auch um zu versichern, dass ihn Video nicht interessiert und er bei der Fotografie bleiben wird. Fotografie genügt. Fotografie genügt. Danke, ganz in Ordnung. Keine Bedenken. Nein. Was hast du dir für einen Film von uns erwartet? Ist das ungefähr so? Oder? Ich habe nichts erwartet, ja. Außer dass ich sehr unterhalten werde. Und ich habe mich sehr unterhalten. Es ist ein schöner Film, ganz anders. Ganz, ganz anders, als ich erwartet habe. Ein ganz, ganz großes Vergnügen. Viel Glück zum ersten Preis. Ein weiteres Doku-Highlight, das leider nicht mit einem Diagonale-Preis ausgezeichnet wurde, war Focus on Infinity von Regisseur Jörg Burger, obwohl der Begriff Essay den Film besser umschreibt. Burger begibt sich auf eine filmische Reise an die Grenzen der Vorstellungskraft, dorthin, wo sich die Frage nach dem Sinn der menschlichen Komödie stellt. Ich habe einmal in der Mongolei gedreht und da einen Sternenhimmel gesehen, das war unglaublich, also wo dann die
oder die Milchstraße wie Regenbogen von einem Horizont zum nächsten geht. Und also man hat das Gefühl, das sind Millionen Sterne und dann schaut man darauf und sieht, was ist das eigentlich? Was ist hinter dem Schwarz? Also diese, was sich jeder irgendwann einmal gefragt hat. Also wo hört es auf, wo fängt es an und so. Und vor allem, dass das Licht von diesem Stern kommt aus einer Zeit, wo noch Dinosaurier gelebt haben. Das Licht daneben aus der Zeit der Französischen Revolution. Das heißt, für uns ist das alles so wie da im Kino, die Lichter brennen gleichzeitig, kann ich abdrehen, aufdrehen. Aber die sozusagen kosmische Realität ist da ist eine Gleichzeitigkeit, es scheint eine Gleichzeitigkeit zu sein, die aber überhaupt nicht stimmt, also weil das Licht einfach so lange braucht. Und das sind einfach so Dinge, die, glaube ich, nicht nur mich faszinieren, das ist irgendwie was Tolles. Burger sucht nicht wirklich nach Antworten, sondern wirft mit jedem Szenenwechsel neue Fragen auf. Er montiert weite Landschaften mit Bildern von riesigen Teleskopen und Teilchenbeschleunigern und stellt sie dann Kommentaren gegenüber. Das ergibt 80 Filmminuten, die von der Größe der Bilder leben und auch vom Umstand, dass jede Antwort eine neue Frage nach sich zieht. Diese Mixtur macht Focus on Infinity von Jörg Burger zu einem der ruhigsten und zugleich spannendsten Filme, die heuer in Graz zu sehen waren. Wir leben dann ein bisschen in unserer Realität, dass wir jetzt da sitzen oder reden oder irgendwie, aber es gibt dann noch eine kosmische Realität und eine Realität in der Mikrowelt und die mit unserer Realität sowas von überhaupt nichts zu tun hat. Also wir reden von Ewigkeit, wir reden von Urknall, vorher gibt es keinen Raum und keine Zeit, das sind also Dinge, die offensichtlich existieren, wissenschaftlich beweisbar, nachvollziehbar sind, aber für uns mit unserem durch die sinnliche Erfahrung gebildeten Verstand überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Also mit dem Hausverstand ist es überhaupt nicht begreifbar oder fassbar. Aber wir dealen damit, wir wissen davon, aber es passt oder nicht in unser Alltagsleben. Und unser Alltagsleben sind eben diese Dinge, die man da sieht, die Autos fahren. Wir sind einfach permanent, wie das auch erwähnt wird, beschäftigt mit unserem Quasi-Überlebenskampf. Ich war ja als Angestellter in Firmen, wo ich mir gedacht habe, das jetzt mein ganzes Leben lang machen will, das wird irgendwie nicht, kein einfaches Leben irgendwie. Kick Off Your Boss von Elisabeth Scharang. Der Titel der Dokumentation ist ein wenig irreführend, denn im Mittelpunkt stehen eigentlich drei alternative Firmenbiografien und Modelle aus Brasilien, Serbien und Österreich, die mit dem konventionellen Arbeitsbegriff brechen und Partizipation, Identifikation und selbstbestimmte Workflows als zentrales Element sehen, wobei sie Kick Off Your Boss als filmischen Diskussionsbeitrag mit Vision sieht. Ich weiß, dass viele Leute sich auch bei dem Titel und bei diesem Film was anderes erwarten. Ja? Ich weiß, die Leute kommen her und sagen, boah, jetzt kriege ich vielleicht Antworten, Lösungen und so. Ich weiß, das ist kein Film, wo man Leute an die Hand nimmt und sagt, du, so ist die Welt. Ja? Ich weiß es auch nicht. Das sind ein paar Ansätze. Ich finde, was toll ist und wo ich euch sehr, sehr dankbar bin, euch allen, ja, ist, dass man ein bisschen zuschauen darf, wie Leute was denken, ja, sich was überlegen. Das ist nicht immer die Lösung und das ist auch nicht immer irrsinnig spektakulär, ja, aber so ist das Leben auch nicht, ja, sondern es geht irgendwie um ein bisschen auszuloten, stehe ich dort, wo ich stehe, weil ich dort stehen will oder nicht. Ich habe irgendwie das Glück, einen Beruf zu haben oder eine Arbeit zu machen, die ich sehr gern mache und trotzdem ist es oft Scheiße. Ja. Also es geht mir nicht immer gut damit, ich habe oft wenig Geld, ich habe oft viel Stress, denke mir oft, warum ist das eigentlich so? Und man kann jetzt nicht immer nur sagen, das System, ja, sondern ich wollte einfach mal ein bisschen schauen, warum wir uns in Systeme, so wie diese Path Dependency, warum wir uns so eingraben in was und oft gar nicht drüber nachdenken, ob es nicht anders auch gehen könnte, weil man es halt so gewohnt ist. Hey, hallo. Hi. Magst du da unsere Tauschkiste mitmachen? Gauben, Käse. Was ist mit dem Tee? Brauchst du den noch? Wolltest du vielleicht eine Pizza haben? High Performance oder Mandarinen.
lügen nicht. Über den Titel kann man geteilter Meinung sein und es hätte durchaus auch eine andere Obstsorte zum Handkuss kommen können. Die Esoterik in den Worten ist eher satirischer Natur. Der Plot von Johanna Moders Komödie ist zwar interessant, den Reiz des Streifens machen aber das Regiehandwerk der Steirerin und das Spiel der Hauptdarsteller aus. Zwei ungleiche Brüder kommen sich wegen eines vermeintlich kupplerisch motivierten Geschäftes näher. In Wahrheit stehen aber wirtschaftliche Interessen dahinter. Gratuliere, Michael. Danke. Du Eroberer. Der Daniel tut immer so, als würde Geld nicht nur stinken, sondern auch richtig beißen. Das, worum es mir wirklich gegangen ist, ist Menschen in irgendeiner Art und Weise dazu anzuregen, über dieses System, in dem wir uns zurzeit befinden, nachzudenken und vielleicht über Alternativen nachzudenken. Laufen Filmfinanzierungen nicht auch in diesem System drinnen? Also man kann es, glaube ich, nicht so eindeutig sagen, weil wir Gott sei Dank in Österreich noch dieses Fördersystem haben. Also und hoffentlich wird es so bleiben. In Amerika oder in anderen Staaten ist es viel mehr so, dass du quasi, wenn du nicht erfolgreich bist, wirst du nie wieder oder nur sehr schwer die Möglichkeit haben, wieder dein nächstes Projekt zu finanzieren. Also es ist das genauso dasselbe Gewinnstreben wie sonst überall. Und bei uns kann man sich jetzt noch vielleicht mal Scheitern erlauben. Und das Absurde ist ja das, dass eigentlich das Scheitern und das Probieren eigentlich der Ursprung ist von jeder Innovation und auch von Fortschritt. Und wenn jetzt quasi die Gesellschaft so funktioniert, dass Scheitern nicht mehr möglich ist, ist auch die Frage, wie das sich weiterentwickelt mit Fortschritt. Das ist ja das Letzte. Nimm die Mandarine. Die gesteckte der Mandarine in den Arsch. Kennen Sie Werner Kirchner? Werner Kirchner? Der ist schon. Der ist geschlagen, ja. Ja, und so haben Sie noch. Wenn Sie Werner Pircher nicht kennen, dann haben Sie in Malte Ludwigs Dokumentation Duda ausführlich Gelegenheit dazu. Duda ist eigentlich eine Hommage und steht für Der Untergang des Alpenlandes. Einer der Titel von Werner Pircher, der als Frank Zappa von Tirol gilt. In den 70er Jahren gehörte Pircher zur Popkultur, nicht zuletzt wegen seines Klassikers Ein halbes Doppelalbum. Und sein Oeuvre ist kaum zu beschreiben, wie auch Maltes Hommage auf eine gewisse Art unbeschreiblich ist. Weil ich habe damals die Musik vom halben Doppelalbum gehört, die kam auf Umwegen nach Berlin und das hat mich umgehauen, die Musik. Das war einfach die Fanfare meines Lebens eigentlich. Das hat verschiedene Gründe, die will ich jetzt nicht auseinandersetzen, aber es war einfach ein Hörerlebnis der besonderen Art und ich bin danach rumgefahren und habe ihn da besucht und dann sind wir auch übereingekommen, dass ich einen Film mit ihm machen möchte und ich habe das sogar brieflich festgehalten und die Elfi, seine Witwe, hat mir diesen Brief jetzt auch nochmal gezeigt. Ich wusste das gar nicht mehr, ich hatte das alles vergessen und wir haben uns natürlich dann ein bisschen aus den Augen verloren und als ich dann für einen Dokumentarfilm zwei oder drei Dinge, die ich von ihm weiß, einen sehr persönlichen Film machen wollte, da war mir klar, dass ich die Musik von Berra haben möchte und habe dann in Hall angerufen und da sagte die Elfi, er lebt nicht mehr, ist vor einem Jahr gestorben. Auf der Blauten Sinilierda für die brave Bourgeoisie, für Zivil- und Chauvinisten, Kanzel- und Militaristen und für klerikale Brüder und vielleicht ein paar für die. Und weil Sie jetzt einige Filme kennengelernt haben, die bei der Diagonale 2014 keinen Preis erhalten haben, hier noch kurz die wichtigsten Prämierten. Der große Diagonale-Preis Spielfilm des Landes Steiermark ging an Huchang Alayari für Der letzte Tanz. Der große Preis Dokumentarfilm des Landes Steiermark ging an Ruth Beckermann für Those Who Go, Those Who Stay. Und den Diagonale-Preis Innovatives Kino der Stadt Graz erhielt Lukas Marxt für High Tide. Viele der gezeigten Filme wurden vom ORF mitproduziert und der war heuer nicht als Sympathieträger in Graz unterwegs. Die angekündigte Streichung von einem Drittel der österreichischen Produktionen, die als Reaktion auf das Ende der Vergütung der Gebührenbefreiungen angedroht wurde, könnte bis zu 1.500 Filmschaffenden den Arbeitsplatz kosten. Dagegen wurde mit einem Trailer protestiert, der vor jedem Diagonale Hauptfilm zu sehen war. Deshalb fordern wir, dass die Arbeitsplätze vieler Menschen langfristig gesichert werden. Deshalb fordern wir, dass im Rundfunkgesetz festgehalten wird, dass der ORF verpflichtend 20% seiner Gebühreneinnahmen in die Produktion von Filmen, Dokumentationen und Fernsehserien in Österreich verwendet. Um diese Katastrophe abzuwenden. Aus!
ausgezeichnet gewendet. Sauber, sag ich. Meine Hochachtung. Fürchtet euch nicht, ihr seid nicht allein. Wir haben ja in Tirol nicht viel mehr Wahl gehabt als zwischen militanten Katholen und Ex-Nazis. Und da war der Werner ganz eine super Figur. Der war irgendwie das, was man in Wien immer behauptet zu sein, nämlich ein Hundling. Und ein Hundling ist was Schönes. Mehr Infos und Links zur Diagonale 2014 finden Sie wie immer unter saalb.lunasteam.com. Saal B, das Augustin-Filmjournal.